most important problems is that criminals do not obey to our agenda. But now they are here. You see these dangerous guys? Covering, securing the proximity. Hier sehen wir schon die Präsentation. Wir kennen das, wir waren selbst auch schon live dabei. Hier wird genau solche Übungen werden hier hergezeigt, schwer bewaffnete Männer. Und es geht vor allem darum, auch wie geht man taktisch in solchen Fällen vor. Da arbeitet natürlich Österreich ganz stark auch mit anderen Ländern zusammen. In dem Fall auch soll es darum gehen, wie man auch sich an der griechisch-türkischen Grenze zusammenarbeiten kann, um hier auch gegen illegale Migration vorzugehen. Und das sind wirklich spektakuläre Bilder, die wir hier auch zu sehen bekommen. Und natürlich, wie sollte das anders sein, auch die österreichische Fahne. Das Ganze findet gerade in Wiener Neustadt statt. Und immer auch hoch angesehen die Cobra aus Österreich, auch international. Und gerade, wie gesagt, für die Sicherung der türkisch-griechischen Grenze will man hier in Zukunft zusammenarbeiten und auch hier im Frühjahr hier auch an der Grenze Cobra-Beamte stationieren. Und wir sehen hier wahrscheinlich gleich auch einen Hubschrauber der österreichischen Polizei, und Sie sehen schon, das sind ganz speziell ausgebildete Personen, diese Cobra-Leute, denn sich so von einem Hubschrauber abzuseilen, das wäre doch schon mal was für dich auch, Lukas, oder? Ganz genau so ist es. Das sind spektakuläre Bilder, die uns hier eben erreichen aus Wiener Neustadt. Es wird eben gezeigt, wie denn hier die Polizei eben auch vorgehen kann gegen illegale Migration und natürlich auch gegen Übergriffe. Und wir sehen hier auch, da wird dargestellt jetzt mutmaßliche Täter, die wahrscheinlich auch Richtung Cobra vorgehen wollen. Und da wird sich gleich zeigen, wie Österreich in einem solchen Fall reagiert, wie die Cobra in einem solchen Fall reagiert. Und Sie müssen sich vorstellen, dort live dabei zu sein, das ist natürlich eine sehr interessante Geschichte. Sie sehen es schon, hier ein Panzerfahrzeug der Wiener Polizei, der österreichischen Polizei. Sie sehen hier auch die Cobra-Beamten, die jetzt einsatztaktisch hier vorgehen. Alles natürlich nur eine Simulation, eine Übung, die hier der Öffentlichkeit präsentiert wird. Das muss man auch noch einmal hier dazu sagen. Und hier zeigt sich auch, also anscheinend haben die Cobra-Beamten bereits einen dieser Täter zur Strecke gebracht. Und jetzt der zweite, der es noch geschafft hat, in das Auto hinein, wird sofort von beiden Seiten gestoppt. Da kommen die Cobra-Beamten von vorne und von hinten. Jetzt wird er aus dem Auto hinaus befördert. Und das, was jetzt passiert, sehen wir zwar nicht, aber wir gehen davon aus, dass jetzt dieser mutmaßliche Täter oder dieser mutmaßliche, ja, eigentlich haben wir ihn ja gesehen mit der Waffe, wir brauchen gar nicht mehr mutmaßlich sagen, aber wie gesagt, jetzt heißt es, diese Person auch unschädlich zu machen, zu entwaffnen, und wir sehen schon, die Hände sind am Rücken, auch der Nacken ist im Rücken. Eine Übung eben heute in Wiener Neustadt, wo Innenminister Karl Nehammer mit dem griechischen Migrationsminister und dem griechischen Bürgerschutzminister daran teilnimmt. Es geht eben darum, die einsatztaktischen Nuancen zu verfeinern der Eco Cobra an der griechischen Grenze. Genau so ist es. Die türkisch-griechische Grenze als EU-Außengrenze gilt es ja besonders gut zu schützen. Innenminister Karl Nehammer hat es immer wieder betont, dass es wirklich wichtig ist, zuerst diese Außengrenzen zu schützen, bevor man dann überhaupt über Schengen nachdenken kann. Und wir sehen hier, wie gesagt, auch Karl Nehammer, er wird jetzt auch vor die Presse treten. Man wird ihm gleich ein
Mikrofon in die Hand geben. Aber jetzt zeigt er noch einmal dem griechischen Migrationsminister und dem griechischen Bürgerschutzminister auch die Fahrzeuge und die Beamten ganz genau. Immer zu einem solchen Pressetermin auch dazu. Jetzt positioniert man sich, um hier auch gute Fotos zu haben, die man dann auch in den morgigen Tageszeitungen sehen kann. Wahrscheinlich nicht nur in Österreich, sondern auch in Griechenland. Diese Präsentation dient vor allem dazu, auch zu einer zukünftigen, noch näheren Zusammenarbeit. Innenminister Karl Nehammer hat immer wieder betont, wie wichtig eben dieser Schutz der Außengrenzen ist. Umso wichtiger, dass man hier auch die Griechen dabei unterstützt. Denn alleine für die Außengrenzen Europas zuständig zu sein, das ist sehr, sehr schwierig. Auch Karl Nehammer ist es deswegen so ein Anliegen, weil es auch mit der Verteilung der Migranten hier innerhalb Europas ein starkes Ungleichgewicht gibt. Ihm ist das ein großes Anliegen, das betont er immer wieder. Und jetzt bleibt sogar noch ein bisschen Zeit, um gut wienerisch Schmäh zu führen. Und jetzt, nachdem dieser Fototermin stattgefunden hat, wird es wahrscheinlich jetzt Richtung Mikrofon gehen für den Innenminister. Denn auch er hat natürlich einige Worte vorbereitet, die er dann auch nicht nur an den griechischen Migrationsminister und den griechischen Bürgerschutzminister richten wird, sondern natürlich auch an die österreichische Bevölkerung. Und es war wirklich sehr spektakulär, was wir vorher schon gesehen haben. Es haben sich Korpsbeamte abgeseilt von einem Helikopter, der geflogen ist. Es wurden hier bewaffnete Personen sehr schnell auch unschädlich gemacht. Und wir sehen, der Innenminister greift bereits zum Mikrofon. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist heute für uns ein besonderer Tag. Wir haben die Chance, dass die Männer, die in Griechenland an der türkisch-griechischen Grenze im Einsatz waren, auch heute tatsächlich die Ehre bekommen, die sie verdienen. Warum? Weil sie einen wichtigen Beitrag für Österreich geleistet haben, weil sie Griechenland dabei unterstützt haben, die EU-Außengrenze zu schützen. Und für Österreich ist immer eines klar, die griechische Grenze zur Türkei ist auch die österreichische. Griechenland unternimmt extrem viel, um diese Grenzsicherung auch tatsächlich zu verwirklichen. Es war unglaublich, was sich vor einem Jahr abgespielt hat, als die Türkei irreguläre Migranten an die Grenze gebracht hat, gewaltbereite Migranten, hier großen Druck ausgeübt hat, Menschen missbraucht hat für ihre politischen Ziele und die griechischen Sicherheitsbehörden mit allem, was ihnen zur Verfügung gestanden ist, dagegen gehalten haben. Und es war uns eine Ehre und es wird uns auch in Zukunft eine Ehre sein, unseren griechischen Freunden zur Seite zu stehen. Wenn es darum geht, die europäische Sicherheit zu verteidigen, gemeinsam Seite an Seite für Schutz zu sorgen und es niemals zuzulassen, dass wir erpresst werden, egal von jemandem. Und lieber Notis, mittlerweile sind wir Freunde geworden. Ich danke dir für die Unterstützung, ich danke dir für die Zusammenarbeit und wir werden weiter an der Seite Griechenlands stehen, wann immer wir gebraucht werden. Αγαπητέ φίλε Υπουργέ Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νίχαμεν, σε ευχαριστώ για την πολύ θερμή φιλοξενία σου στη Βιέννη. Mein lieber Freund Karl Nehammer, ich bedanke mich für diese große Gastfreundschaft in Wien. Ήταν μεγάλη τιμή για μας να επισκεφτούμε το αρχηγείο της Κόμπρα και να συναντήσουμε την επίλεκτη μονάδα η οποία τον Μάρτιο του 2020 έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο στην προστασία των κοινών ευρωπαϊκών μας συνόρων. Es war für uns eine große Ehre, die Zentrale von Κόμπρα zu besuchen und diese außerordentliche Spezialeinheit zu sehen, die in März 2020 in Griechenland war und uns unterstützt hat, unsere Grenze zu schützen. Κατ' εντολή
της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίας Κατερίνας Σακελεροπούλου, απονείμαμε σήμερα το παράσημο του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος του Φίνικα στον επικεφαλής της ομάδος που βρέθηκε στην Ελλάδα, τον κύριο Hans Riegel. Im Auftrag der griechischen Präsidentin Frau Sagellariou haben wir heute das Goldene Kreuz vom Phönix an den Chef der Einheit, Herrn Riegel, übergeben, anstelle für die ganze Mannschaft. Η Ελλάδα και η Αυστρία συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά στο θέμα του περιορισμού των επιπτώσεων της μεταναστευτικής κρίσης για όλη την Ευρώπη. Griechenland und Österreich arbeiten eng zusammen, um die Migrationskrise zu bekämpfen. Und das für ganz Europa. Έχουμε κοινές θέσεις για το θέμα της προστασίας των συνόρων, για την εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού, για τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται οι διεθνούς προστασίας. Und wir haben ein gemeinsames Verständnis, was den Schutz der Grenzen geht, was die Außenpolitik, aber auch die Rückführungen der illegalen Immigration angeht. Ο στόχος δεν είναι απλώς ο διαμοιρασμός των βαρών της κρίσης, αλλά ο περιορισμός της κρίσης για όλη την Ευρώπη. Και αυτός είναι ο κοινός στόχος και της Ελλάδας και της Αυστρίας και θα δουλέψουμε γι' αυτό μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Das Ziel ist nicht nur alles zu teilen, also die ganze Flüchtlinge, sondern die Krise zu mildern. Und das gilt für ganz Europa. Und Griechenland und Österreich werden zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Και στο πρόσωπο του Αυστριακού Υπουργού Εσωτερικών, της Αυστριακής Κυβέρνησης, αλλά και του λαού της Αυστρίας, η Ελλάδα έχει ένα πραγματικό φίλο και σύμμαχο και σε ευχαριστώ πολύ, Κάρλ. Und ich muss sagen, dass Griechenland einen wirklichen Freund hat, und zwar beim Innenminister, die ganze österreichische Regierung, aber auch das ganze österreichische Volk. Dafür danke ich dir, mein lieber Freund. Thank you, danke sehr. Thank you. Jetzt geht's. Ja, noch jetzt. Okay. 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 It's not so easy. No, da war jemand in Rot? Ja, no, in black. And, yeah. I have a question to the Minister of Migration from Greece. I see your friends when it comes to protect Europe from the illegal migration, but wouldn't you expect also from Austria to take migrants, especially from Lesbos, like from Karatepe, like other countries in the European Union did, and Austria still refuses to take migrants from the camps? Thank you for your question. It's obvious that the situation in the Greek islands has substantially improved. From 41,000 people we had in the Greek islands, now we have less than 9,000 people. So we're no longer facing the same pressure we used to have, and you know we're building the new camps now with the help of the European Union. It's clear the need for solidarity among member states. And this solidarity needs to be meaningful and impactful. And I think it is critical, before that, to reduce, working together in Europe, the overall pressure of the migration crisis. The objective is not to have huge inflows in the frontline states and then just share them with the rest of Europe, which we may have to do if we have a crisis again. The priority, and that's where Europe needs to work together, is to provide legal pathways to migration, but at the same time combat smuggling networks that are penetrating irregularly the borders of the European Union. And in these critical topics of debate in the new Pact of Migration and Asylum, Greece and Austria stand on the same side of the debate.
Herr Innenminister, ich hätte noch eine Frage zu einem aktuellen Thema. Und zwar der niederösterreichische Landesrat Waldhäusl hat heute in einer Pressekonferenz gesagt, dass er nicht mehr möchte, dass mehrfach straffällig gewordene Asylwerber in Niederösterreich untergebracht werden. Er fordert den Bund auf, dass diejenigen in Bundesquartieren in Wien untergebracht werden. Er will dazu in bilaterale Gespräche mit Ihnen treten. Wäre das für Sie vorstellbar? Also es fällt ab und an schwer, den Landesrat Waldhäusl zu kommentieren. Wir haben eine gemeinsame Referentenkonferenz, wo all diese Themen besprochen werden. Auch da wird er seine Vorschläge dann einbringen. Da werden wir dann gerne darüber diskutieren. Aber eines ist klar, es gibt hier gemeinsame Vereinbarungen zwischen dem Bund und den Bundesländern. Und es gibt hier eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit und auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und auf die baue ich. Und wir werden sehen, wann er dann tatsächlich seine Vorschläge einbringt, wohin die führen sollen. Mike Vogel, OE24TV. Grüß Gott, Herr Minister. Grüß Gott. Kurze Frage nur. Derzeit ist ja kein Kontingent an der türkisch-griechischen Grenze. Ist es geplant, dass da wieder Beamte einerseits seitens des Eco Cobra, andererseits seitens der normalen Polizeikräfte an diese Grenze kommen? Wir haben zum einen eine enge polizeiliche Kooperation das ganze Jahr hindurch, darüber hinaus Verbindungsbeamte in Griechenland, auch da eine enge Kooperation zwischen den Polizeidienststellen, und wir sind immer so verblieben, wann immer Griechenland unsere Unterstützung will, dann bekommt Griechenland diese Unterstützung. Denn es ist eines ganz klar, so wie ich es vorher schon gesagt habe, die griechische Grenze ist auch die österreichische Grenze. Und die Solidarität, von der Minister gesprochen hat, ist eben nur dann eine echt gelebte, wenn man auch zusammensteht, wenn es schwierig wird. Und genau diese Partnerschaft leben Griechenland und Österreich in der Frage der EU-Außengrenzsicherung. Είναι σημαντικό, αν μου επιτρέπει να προσθέσω, ότι ενώ το 2019 είχαμε 72.000 αφήξεις στην Ελλάδα, το 2020 ο αριθμός αυτός μειώθηκε στις 15.000 και φέτος έχει μειωθεί μέχρι στιγμής στις 3.000. Κατά συνέπεια η χώρα μας σε μεγάλο βαθμό έχει ανακτήσει τον έλεγχο της μεταναστευτικής κρίσης και με τη βοήθεια των φίλων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Es ist wichtig für mich hinzuzufügen Folgendes. 2019 hatten wir 72.000 Ankommen von Flüchtlingen. 2020 waren das 15.000 und dieses Jahr sind sie auf 3.000 reduziert. Das heißt, dass Griechenland jetzt die Kontrolle hat über die Migrationskrise, und das schaffen wir auch mit unseren Freunden zusammen. Sehr geehrte Minister, vielen Dank für das Pressestatement. Thank you very much for your press statement. Sehr geehrte Damen und Herren der Medien, vielen Dank für Ihr Kommen, vielen Dank für Ihren Bericht.